So. Da seht ihr meine ganzen Augenringe und alles. Ich muss erstmal wieder ins Game reinkommen, wie das hier alles geht. Namo ist auch mit am Start, sehe ich hier gerade. Nein, oh Mann. Ärgerlich. Ja, gut, Ferdi. Ist ja gleich schon gut vorgelegt. Aber nicht so schön. Ja, aber es ist ein Tor. Tor ist Tor. Läuft. Hilfe, ey. Willst du schießen, oder? Ja. Ich versuche mal mein Bestes. ja. Toll, ich bin erstmal auf den Kopf gerollt hier. Juna, die wäre eigentlich heute... Die hätte heute gerne mitgespielt, aber die ist heute nicht... Na toll. Die ist nicht da. Die hatte heute Mittag Zeit und jetzt heute Abend aber leider nicht mehr. Und ich will hoffen, dass meine Stimme noch bis nachher durchhält. Ist a way out, das wäre sonst echt ärgerlich, aber da rede ich dann einfach nicht so viel. Außer entsetzte Geräusche vielleicht mal oder so. Wird da wahrscheinlich nicht viel kommen, wenn meine Stimme weg ist. Aber ich werde immer heiser. Nein, nein! Oh! Wow. Oh Mann, ey. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Kein Problem. Ja, gegen Fire hat man sowieso keine Chance. Wahrscheinlich nicht. Kannst du auch glitschen. Ist das nicht beides nicht so... Namo. Ist das beides nicht so super, glaube ich, oder? Glitschen ist, glaube ich, auch nicht so erlaubt. Nein. Boah. Ja, erlaubt aber ist gut. Die eine Sache, wenn man es... Aus Versehen macht. So aus Versehen, dann lässt es Rockstar meistens durchgehen. Aus Versehen, ne? Aber das ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Wie willst du beweisen, ja, das war aus Versehen? Schubst dich den aus Versehen oder mit Absicht so? Nein, nein! Das war knapp. Aua. Gute Besserung. Danke, Matthias. Danke. Ich hätte eigentlich krankes Hühnchen noch unten einblenden müssen. Egal. Krankes Hühnchen. Ja, ist doch witzig. Mach ich vielleicht nachher. Also zur Schule gegangen bin ich trotzdem. Oh, oh nein! Oh. Rückwärtsgang. Als ob das was bringt. Ja. Hammer. 100 Mal aus Versehen. Hm. Name und Passwort. Foxload und Passwort auch Foxload. Und hi, Crazy Creeper, da bist du ja, mein Freund. Schön, dass du da bist. Ich heiße euch herzlich willkommen. Oh ja! Zu diesem wunderschönen... zu diesem wunderschönen Freitagabend. Schön. Das war ja mal was, hä? Ups. Der ist fast nichts geworden. Ja. Schön. Endlich mal ein Tor von mir. Und wie viele Minuten streamen wir? 12 Minuten? Das lässt sich sehen. Für meine Verhältnisse. Oh, sorry. Shit. Kein Problem. Ich ramm da erstmal alle weg. Ja, ob der Nick noch dazu kommt, das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Der dunkle Florian. Der dunkle Florian. Ist jetzt auch da. Okay. So, wollen wir mal. Na los. Fliegen will ich auch irgendwann mal können. Muss man üben. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt mein Problem. Muss man auch üben. Autsch. Aber das kommt nach einer Weile irgendwie fast von alleine. Ja, ich glaube, ich hoffe. Ich spiele es halt auch meist nur so alle 2 Wochen oder so, aber es ist schon besser als nichts. Wow, komplett verschätzt. Aber ich merke so, dass meine Stimme, dass ich es nicht mehr wegräuspern kann und das ist doof. Ich muss eigentlich einen Tee haben. Bringt mir jemand einen Tee? Klar, ich komme vorbei. Ja klar, wie viele Kilometer sind das? Nur ein paar, ne? Eine Handvoll. Handvoll Kilometer. Nein! Mann! Ja, Handvoll wäre ja so... Na gut, kommt drauf an, wie viel man in einen Finger steckt. Hi Screenshot Hunter! Herzlich willkommen, mein Freund! Lord Dark Flow, sieht typisch aus mit der Palme da unten. Hübsch! Hübsch!
Oder so Minzbonbon hätte ich mir vielleicht auch mal irgendwie hinlegen können. Ah, so Eukalyptus, oder? Ja. Das hilft immer. Also sieht ganz gut aus gerade so. 2-2 ist zwar nicht so super, aber... Egal, überlebenswichtig ist das jetzt nicht, dass wir... Danke fürs nach hinten spielen. Gut. Ah, ich hab's versucht. Genau. Wie lange machst du noch Stream? Oh, je nachdem, wie lange die Story mit A Way Out auch dauert, weil ich halt so super heiser bin. Und ich wollte meine Stimme eigentlich schon, weil morgen gibt es auf jeden Fall Starbound mit Nero und mit Steffen. Hoffentlich. Ich möchte halt wirklich gerne streamen. Sonst kann es auch sein, dass ich dann die Stumme bin und echt nur ab und zu mal irgendwie nicke oder irgendwas mache. Wäre zwar schade, aber ich möchte unbedingt spielen. Ich habe das vermisst. So. Oh. Schaffst du? Ah. Ja, nicht ganz. Wäre fast was geworden. Schade, das wäre zu schön gewesen, oder? Joa, also. Schade. Dass da keiner war. Ah, gut. Sorry, Crazy Creeper, dass ich das so spät gelesen hatte. Aber ja, heute, wie gesagt, raus aus dem Knast. Wir wollen ausbrechen. Oh, und Raketenfußball spielen. Und Raketenfußball, natürlich, wie immer. War schön. Wir müssen auch wirklich üben. Geil, erstmal abgeschaut. Ja, gut gemacht. Nicht schlecht. Wundervoll. Yeah. Man geht aber ordentlich zur Sache. Jetzt geht's hier ordentlich zur Sache. Ist das so? Nein, oh, das wäre so schön gewesen, jetzt nochmal so. Wieso, man darf nicht ausbrechen? Man darf nicht aus dem Knast ausbrechen, aber ich mache es da einfach. Oh. So. Ansage. Ich hab also ich mache es einfach, ne? So wie die Lehrer, die sagen, nö, du darfst nicht auf Toilette gehen. Ich mache es aber einfach. Boah, das ist so richtig fies immer. Ja, aber das ist dann für mich auch immer so, denke ich mir so, ja, sollen die da hinpinkeln? Ich glaube, das ist sogar wirklich mal tatsächlich irgendwo passiert. Habe ich immer gehört. Welcher Lehrer ist denn bitte so asozial? Es gibt solche Lehrer. Zuhauf? Hallo? Ich meine, es gibt Schlimmeres, aber gut. Ja, aber also, die Hose pinkeln ist, glaube ich, schon schlimm. Und? Ist ja auch ein Spiel, ja, in echt. Ich würde in echt gar nicht da irgendwie in den Knast wollen. Also, ich würde gar nicht das machen, dass ich in den Knast muss. Also, ne? So viel dazu. Aber ich meine, der eine ist ja auch in den Knast gekommen, den haben sie ja was in die Schuhe geschoben. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen würde. Und das ist bestimmt nicht so rosig wie bei Orange is the New Black. Da gebe ich Brief und Siegel drauf, Leute. Hi, Gele. Die Map ist ja ekelhaft. Ist nass, das mag ich nicht. Gele, gele, gele. Gele, gele, gele. Ich wollte eigentlich letztens eine Umfrage machen für euch alle. Und habe gemerkt, es gibt nur noch irgendwie zwei Umfrageoptionen. Also im Grunde kannst du machen ja oder nein. Und es gab mal andere, also mehr Umfrageoptionen. Jetzt aber nicht mehr. Richtig scheiße. Bei Facebook. Ja, da wollte ich halt ein bisschen gucken, weil da auch teilweise ein bisschen geschaut wird. Schade. Sonst hättest du notfalls auch eine, eine Google-Umfrage machen können. Ja, Google guckt bei mir, schaut bei mir keiner so wirklich so, keine Ahnung. Du kannst auch einfach eine Strawpoll-Umfrage machen und den Link dazu, keine Ahnung, auf Facebook dann reinposten. Achso, ja gut, das kann jeder abstimmen. Das wäre gut. Ich brauche nämlich mehrere Optionen. Und zwar, wie ihr das einfach seht, wollt ihr mehr Streams haben, weniger so geschnittene Folgen? Ja, nein, vielleicht warum? Vielleicht ein paar neue Games, die ihr irgendwie sehen wollt, wo ihr Bock drauf habt. Müsst ihr nur Bescheid sagen. Ich möchte mich so ein bisschen mehr mein Kanal an euch anpassen. An die Bedürfnisse der Zuschauer. Mann. Also von mir aus bitte 3 Videos im Tag. Und 3 Woche 24 Stunden streamen. Gele, das hast du eingeblendet. Hast du mich gefragt? Nein, alles gut.
Oh, Sally sieht mich wieder seit 100 Jahren. Das freut mich auch so sehr. Aber ich bin krank, Sally. Ich bin krank. Ist Sally da? Ja, Sally ist da. Sally liebt mich. Oh, Mann. Ich bin der geheime Kollege von Sally, müsst ihr wissen. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Auf Twitter? Ja, wie gesagt, Facebook ist ja so kacke. Nur zwei Optionen mittlerweile. Also nur noch. Sally will mehr Streams. Okay. Müssen wir mal gucken, wie das bei den anderen ist. Dann mache ich das mit dieser Umfrage. Müssen wir nur noch mal dieses Portal nennen, wo man das machen kann mit dem Link. Und dann kann man ja mal gucken. Schick das einfach später in Discord in General rein. Yep. Oh, das war fast gerübst. Oh Mann, ey. Ich triff den Ball auch immer überhaupt nicht. Nein! Oh nein! Ja, das war aus Versehen. Hast du mich auch verlinkt? Ja, top. Top. Ich hab und hallo Link andere Personen. Es sind ein paar mehr Personen heute. Wie man hier immer meinen Schatten vor meinem Mund sieht. Hier dieses Grübchen. Ja? Ich hab den Link in General geschickt. Donge. Dann kannst du einfach einen erstellen. Kannst du, warte, ich sehe drei oder vier Antworten schreiben. Okay, cool. Das ist perfekt. Nein, oh Mann! Oh, ich bin so scheiße erwischt. Ich erwische ihn gar nicht. Ich könnte ihn safen können und hab's nicht hingekriegt. Ich hab mich aber auch nicht voll daneben gesprungen. Wir sind das alles, sorry. Das sind Freunde und Zuschauer und Abonnenten und. Oh, mein Headset gibt den Geist auf. Das geht immer auf. Ist doch nicht wahr, ne? Was ist denn das hier? Leute, Folter. Leute. Walter? Ich hab gesagt Folter. Ich hab verstanden Walter. Ey, Walter, was soll das? Lass dich. Ja, ich weiß auch jetzt auch, ob jetzt heiße ich auch Walter. Das wäre so witzig. Das ist auch witzig. Wisst ihr noch den einen Stream, wo ich GTA gespielt habe und so heiser war, dass ich zum Schluss gar nicht mehr sprechen konnte? Weiß das noch einer? Da habe ich aber auch 3 oder 4 Stunden gestreamt. Ich denke, heute schaffe ich. Und dann geht's morgen weiter. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Erstmal so ein 12-Stunden-Stream. Kenne ich irgendeinen, ich weiß nicht, 12-Stunden-Stream. Habe ich noch nie gemacht. Das Maximalste, was ich geschafft habe, waren, glaube ich, 5,5 Stunden. Das ist ja schon mal etwas. Ja, immerhin. Ja. Ich kann ja mal erst abends anfangen. Irgendwann mal wird es, also, wenn mein Sohn alt genug ist, zur Schule geht und so, oder wenn er dann spätestens in diese Jugendphase kommt, dann werde ich auch da in sein Zimmer morgens reingehen, wenn er feiern war, und werde sagen, so, aufstehen jetzt hier! Weil er hat uns auch nie schlafen lassen. Nein, einfach natürlich immer so, ne? Und dann, dann wird es auf jeden Fall mal einen langen Stream geben. Definitiv, dann werde ich mein eigenes Zimmer haben. Das ist mein Wunschdenken für die Zukunft. Und, dann wird es auf jeden Fall mehr davon geben. Und länger. Und öfters. Aber ich werde das schon... Hey! Namo, beweg dich! Ich werde es schon vorher versuchen. Nein, Mano! Oh, habe ich den Ball weggenommen? Ja. Der lässt mich nicht mit dem Ball spielen, Mama. Ich will mitspielen, hallo. Ja. Aber ich war tatsächlich eine, die man öfters mal ausgegrenzt hat, wenn es um Spielzeug oder sowas ging. Das ist leider echt schade. Aber war nicht schlimm, dann habe ich mir halt gesagt, ja gut, Videospiele sind auch geil, aber da war ja noch nicht diese Multiplayer-mäßigen Sachen, das war ja alles so Singleplayer, Pokémon und Co. Und ja, deswegen. Habt ihr Spaß? Ja, klar. Natürlich. Wer hat das nicht? Oh. Sorry, Namo. Hereingabe, als ob ich dafür eine Hereingabe krieg. Ich habe einmal ein Eigentor gemacht und habe dafür Retter bekommen. Das war auch cool. Oh, das ist witzig. Amy, aber was willst du mit die Umfrage haben? Dann kann ich die schon mal eben nebenbei machen und kann den Link mal in den Channel rein. Chat rein. Ich muss mich da ehrlich gesagt immer so ein bisschen auseinandersetzen, was ich wie auch umsetzen kann. Ich möchte ein bisschen was ändern auf dem Kanal, weil ich glaube halt, dass diese geschnittenen Folgen so auch gar nicht so unbedingt, sag ich mal, den Anklang finden. Achso, das Glitch-Video ist okay.
Gele. Nero wollte ich schon sagen. Nero ist nicht da heute. Nero ist morgen da. Du vermisst ihr bestimmt. Nee, ich muss mal gucken, weil so Story-Let's Plays sind vielleicht noch ganz schön so als Folgen oder sowas wie zum Beispiel Life is Strange. Das kannst du ja nicht im Stream bringen. Mhm. Aber dass man halt irgendwie so sagt, so GTA oder so nicht mehr als Folgen unbedingt. Oder halt Rocket League, das ist halt auch, kann man besser als Stream bringen. Okay. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Das müsst ihr halt entscheiden. Ja, Widget also, gerne. Hab ich Bock drauf. In so ein Stream-Upload finde ich immer am besten, wenn die uncut sind. Ja. Ja, Streams, die lasse ich ja so und meistens mache ich da halt, habe ich da halt Folgen draus gemacht, das war halt die Sache. Ja, oder dass man sagt, wenn man, keine Ahnung, 3 Stunden streamt, dass man Best-of daraus schneidet, was, keine Ahnung, 20, 30 Minuten geht. Das kann man natürlich auch machen, aber Best-ofs guckt sich auch keiner eine halbe Stunde an. Das ist halt, ne. Ja, das müssen wir unbedingt. Oh, scheiße! Super! Nein. Muss ich nur noch auf einen anderen Tor machen, dann... Ja, dann läuft's, muss man dann, ne, natürlich gucken, wie lange eben auch der Stream geht. Wenn jetzt, keine Ahnung, 2 Stunden geht, dann ist klar, dass keine halbe Stunde Best-of dabei rauskommen, ja, kann. Aber das stimmt, genau. Hi, Kani! Hallo, mein Freund! Ja, das stimmt schon. Da muss man halt auch gucken. Und ich meine, das ist ja auch Arbeit, dann so ein, keine Ahnung, wie langer Stundenstream dann sich da anzuglotzen und zu gucken, was dann da jetzt gut war. Vor allen Dingen oft ist das ja so, dass man selber auch gar nicht das so geil findet, was da war. So. Mhm. Und Außenstehende zum Beispiel könnten wahrscheinlich besser am Best-of schneiden als man selber. Das habe ich schon von vielen gehört. Crazy sagt ja bitte, siehst du? Was sonst, ich hätte Frage, immer Lust, nächstes Mal so Videos schneiden oder sowas, so eine Art anzufangen, ich muss mich dort halt genau erst auseinandersetzen. Ja, ich ja, das, da halt gar das keine Ahnung von. Also das ist halt, bei Folgen geht das halt, finde ich. Ich habe zum Beispiel die erste Starbound-Folge, da habe ich echt unglaublich viel geschnitten, weil da haben wir echt teilweise 7 Stunden am Stück aufgenommen. Aber da hatte ich halt auch noch keine Softboxen, die mir in die Fresse geleuchtet haben. Da war das nicht so anstrengend und man war im Halbdunkeln. Ich hatte nicht mal die richtige Lampe hier oben an. Heißt, ich saß echt fast im Dunkeln und man hat nur so ein schemenhaftes Gesicht gesehen. Und ja, das war dann halt natürlich ein bisschen was anderes, ne? So ein bisschen chilliger. Ja. Oh, hoch, oh, hoch! Boah, wer hat hier Quasselschritt als Motorensound? Ja, das... Und da muss man dazu sagen, dass es mit dem Videoschneiden, je nachdem wie viel Arbeit man da reinsteckt, das auch mal eine ganze Zeit lang dauern kann. Ja, klar, natürlich. Ist die Frage, wenn du zum Beispiel nicht so viel Zeit hast, nicht wirklich, ob das sich dann lohnt, ne? Ja, wenn man auch irgendwie so einen 3 Stunden langen Stream schneiden muss, ist auch die Frage, wie lange das überhaupt noch Bock macht und ab wann man halt es einfach nur noch macht. Wenn ja, einfach nur durchlaufen lässt, ohne zu schneiden, weißt du, und das ist ja auch irgendwo ein bisschen kacke dann. Ja. Das ist dann auch nicht mehr so cool dann. Awesome, nee. Fuckers! Oh Mann. Das gibt's. Ja, 5 bis 10 Minuten, ja. Nero ist morgen da. Nero ist morgen da, Alpes. Es tut mir leid. Der ist kurz Kippen kaufen bis morgen. Nero ist Kippen kaufen bis morgen früh. Hm. Ich weiß, ich gebe so leckere Geräusche von mir heute. Total geil. So. Hey, was? Ich dachte, den habe ich gekriegt. Dribbelt er mich aus? So. Fuckers! Neros Kippen kaufen bis morgen. Hey, ja, der soll mal aufhören mit dem Rauchen, das macht alt. Wenn er das jetzt hören würde, dann würde er gleich wieder sagen, Amy! Nee, der würde sagen, Amy, du bist selber viel älter, du bist schon 80. Sagt er immer. Wie geht's uns so? Bis auf dem Hals, super. Er ist ja schon das dritte Mal dann 29 Nein. geworden. Oh Gott, Nero hat heute Geburtstag, glaube ich, oder? Nee, der hatte vor 2 Tagen Geburtstag. Du hast doch auch bald Geburtstag. Ja, ich habe auch bald Geburtstag. Nero muss ich noch gratulieren. Der hatte auf jeden Fall Mittwoch Geburtstag. Also, nochmal an alle. Geburtstag? Muss ich das sagen? Ja gut, dieses Jahr hat das keiner wirklich mitbekommen. Bei dir, ne? Im Januar. Das hatte dieses Jahr keiner mitbekommen, keiner wusste das. Und dementsprechend hat auch keiner was gesagt. Fand ich jetzt auch nicht schlimm. Ich habe im Januar Geburtstag, am 7. Also falls sich das jemand merken möchte, ja, ich habe am 7. Januar Geburtstag.
Dann wird die alte Schachtel zur alten Schachtel, denn ich werde 25. Boah, hat meine Schwester auch, ich auch Geburtstag am 7. Echt? Glaubst ja. du? Klar, hab ich weiß... auch gedacht. Ich weiß nicht genau. Ich mag meine Schwester nicht, deswegen brauche ich mir das nicht zu merken. Okay. Nicht mal Geburtstag, sagt man eben so, hey Sis, alles Gute trotzdem. Oh, nee. Ich hab meinen Geburtstag. Spion nee, Fings. Hi. Ja, pass hier auf, ich wohne bei dir. Tag gratuliert. Mano! Nee. Namor! Nee, die ist ja ausgezogen, das ist hier die eh nicht. Und die ist jetzt irgendwo, keine Ahnung, in irgendeinem Land. In irgendeinem Land. Jetzt ist mich hier Abi, jetzt fliegt die ein Jahr lang durch die Welt, deswegen habe ich keine Ahnung, ob man die überhaupt erreichen kann. Ja. Das ist natürlich dann schade, wenn man nicht so gut mit denen zurechtkommt. Gut, also ich denke mal, ich darf das sagen. Ich nenne ja keine Namen, aber ich habe eine Halbschwester, mit der habe ich auch so gut wie fast gar keinen Kontakt, leider. Ups. Leider. Es ist halt, manchmal kann man sich das nicht... Was war das denn? Manchmal kann man sich das nicht aussuchen. Was? Nein. Ach gut. Werd da so mit reingeschoben hier. Alles klar. Kein ja, sorry. Stress. Ey, kein Problem, Digga. Ich weiß nicht, wann meine Mutter Geburtstag hat. Eipis. Eipis, was ist los? Was? Ich weiß das Datum, aber ich weiß nicht, dass... Doch, das Geburtstag weiß ich mittlerweile auch schon. Schon. Peinlich, ne? So. Ich weiß das... Ja gut, ich weiß das von manchen Leuten auch nicht. Ich weiß das von Oma, Opa. Ich glaube, ich weiß das sogar von meinem Vater, aber ich habe mit meinem Vater nicht so viel Kontakt. Was war das denn für ein Gedribbel hier? Ui, schade. Aber eigentlich nee, ich wollte das so ein bisschen langsamer machen, aber es wird besser, Leute. Ich bin nicht mehr ganz am Verkacken. Merkt man. Ja, ein Tor, nee, zwei Tore, ein Eigentor. Ja, und ein richtiges. Ja, was soll's. Ja, aber dann werde ich 25 Jahre alt und dann geht's nur bergab. Habe ich letztens mit Nero noch eine Diskussion darüber geführt, dass der Körper dann einfach nur noch abbaut. Dann ist vorbei. Ich glaube, hier ist keiner gerade im Chat, der älter ist als ich, oder? Namo? Bist du älter? Aber Namo kann nicht schreiben, weil er gerade fährt. Namo, bleib mal stehen, du bist sowieso im gegnerischen Team. Das passt mir dann ganz gut. Ja, geht doch. Schön. Yes. Yeses. Schön. Jesus Christ. Jesus kreischt. Eipis ist 28. Jesus kreischt. Okay, Jesus kreischt. Jesus Christ. Oh Gott. Und Horrorgames wollen die Leute, glaube ich, bei mir wieder sehen. Und was ist hier mit dem neuesten Game? Red Dead Temptation 2 von... ne? Aber ich will das erst spielen, wenn es für einen PC gibt. Es gibt Gerüchte, dass es für einen PC kommt. Und das kommt ganz sicher. Da. Gelis ist 23. Gele, der junge Spund. Ja. Eipis 28. Eipis ist 28. Moin. Servus, Timmy. Moin. Ja, können wir machen. Ich weiß jetzt nicht, ob du in das private Spiel mit rein kannst als PS4-Spieler. Ist dem so? Nee. Kann man nicht, schade. Dann müssen wir das einfach mal so privat machen, wenn wir mal Bock haben. Schreibst du mir mal. Du hast ja meine Handynummer. Dann schreibst du mich einfach mal privat an. Hier, du hast meine Handynummer. Hey. Ja, der Klassenkamerad hat wirklich das große Glück, meine Handynummer zu haben. Der Klassenkamerad, wie das klingt. Kann man den kaufen? Kann man den kaufen? Kann man den mieten? Ach, sehr gut, cool. Nabend, Master Payday. 1 Euro. eBay-Auktion. Nee. Grrr. Gewinner. Ich habe gewonnen und ich habe ein Tor gemacht und ein Eigentor.